Moin, Eugen hier. Der Kühlschrank ist fast leer, wir haben eine Tomate, also machen wir heute einfach gar nichts. Gott zum Grüße, ich bringe Kartoffeln und Spinat. Ob ihr dafür Verwendung finden könnt? Moin, ich schon wieder. Wir machen heute eine Pizza. Fangen wir an mit dem Teig. Dafür brauchen wir erstmal 100 ml warmes Wasser, ein halbes Päckchen Hefe, etwas Zucker und eine Prise Salz. Anschließend 200 Gramm Mehl und noch ein Esslöffel Öl. Das Ganze wird verknetet. Der Teig bekommt eine Ganzkörpermassage, bis er sich komplett klumpenfrei anfühlt. Dazu rolle ich den Teig aus, falte ihn zusammen und rolle ihn wieder. Der fertige Teig kommt in unsere Schale und den lassen wir dort etwas ruhen. Am besten decken wir das noch zu, damit der Teig schön aufgeht. In der Zwischenzeit schneiden wir unsere Kartoffeln in dünne Scheiben. Die Kartoffeln ein wenig salzen und etwas aufgewärmte Kräuterbutter dazu. Das Ganze verteilen wir auf ein Backblech. Und lassen wir es im Backofen ein bisschen vorgaren. Für die Soße nehmen wir etwas Knoblauch, unsere Tomatenstückchen, die wir auch zerpressen, gehackten Dill, etwas Gewürzsalz, ein wenig Olivenöl, etwas Gewürzketchup und noch normalen Ketchup. Und fertig ist unsere Soße. Jetzt können wir auch unseren Spinat klein schneiden. Die Kartoffeln sollten mittlerweile fertig sein. Diese können wir erstmal auf einen Teller packen. Unser Teig ist mittlerweile aufgegangen. Diesen müssen wir jetzt ausrollen. Und das Ganze kommt auf unser Backblech. Nun verteilen wir unsere Soße. Gefolgt von unseren Kartoffeln. Als nächstes der Spinat. Und zum Schluss brauchen wir natürlich Käse. Und nun wieder in den Backofen. Und jetzt müssen wir uns bei 160 bis 170 Grad 15 Minuten gedulden. Ich denke, jetzt sind wir soweit. Boah. Lecker Schnacker. Schneiden wir uns mal ein Stückchen ab. Schmeckt.